Ja, servus und grüß euch zur Folge 78 von Two Point Hospital auf meinem Kanal. Wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, wollen wir jetzt mal schauen, ob wir das Ganze auch hinbekommen würden, wenn wir die Preise wieder auf 0% runtersetzen. Und wenn ich mir das gerade angeschaut habe, dass wir eine Bilanz haben von 32.000 minus pro Jahr, dann brauchen wir das gar nicht versuchen, weil wir eigentlich schon wieder mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Und somit ist das Ganze eh schon wieder hinfällig, wenn das so weiterläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann wird es wenig Sinn machen, hier bei diesen Zahlen weiterzumachen, wenn wir dann pro Monat nur am Draufzahlen sind und somit ist das wahrscheinlich hinfällig. Schauen wir jetzt mal, wie wir da jetzt mit den Zahlen rumkommen, würde ich mal sagen. Jetzt muss der Hausmeister natürlich erst einmal den Farbeimer reparieren, dann haben wir natürlich neun Patienten, die hier warten. Aber ich würde das extra deswegen wieder einen Farbeimer zu bauen, ist natürlich auch nicht gerade im Sinne des Erfinders, muss ich ganz ehrlich sagen. Das voll zeigt, was da einer schneidet und alles hier. Ich wollte jetzt mal noch schauen, ob die Patienten behandelt werden. Und eine Warteschlange von 9 ist natürlich auch ziemlich lange, muss man ehrlich sagen. Ah, nee, das hast du mir schon 100 Mal gesagt und das hilft auch nichts. Ja, das soll doch einer treffen oder sowas. Das sehen wir doch eh um oder sowas. Musst du nicht mal alles kopieren. Also der Typ ist ja wirklich kamerageil, muss man ehrlich sagen. Also so ein Poser. Der will nicht alle 10 Sekunden im Pult lösen oder sowas. Vielleicht muss man das gerade mal wirklich vormerken oder sonst zum Schluss einfach mal das Ganze ganz grob da machen. Also maximalen Kredit aufnehmen, 30% hoch, alle Weiterbildungen machen und dann einmal schauen, ob man das Krankenhaus wirklich aus den schwarzen Zahlen, also aus den roten Zahlen komplett ausbringt oder ob man es dann so komplett gegen die Wand fährt, muss man ganz ehrlich sagen. Also das wäre dann einmal so das Worst-Case-Szenario mal zum Testen, muss man sagen. Das kann man jetzt zum Abschluss mal machen, dass man sich das Smogli einfach mal merkt. Ja, jetzt immer 14.000 plus, aber trotzdem ist es immer noch zu nah an der Grenze, dass man da was probieren könnte. Das ist diese kleinen Würmer, die man da wegballern kann oder was. Steht auch wieder alles davor. Das sind diese Mehlwürmer, das zeigt da alles. Für das haben wir kein Geld nicht. Aber es ist komisch, das Ding wird nie benutzt oder sowas. Und kaum hast du mal einen Notfall oder sowas, hast du VIP-Patienten aus der Dose vor mir stehen und dann fünf andere auch da mit diesem Phänomen. Und vorher eigentlich nix. Da sechst du mal einen oder zwei durch, da kommst du mit einem Farbeimer leicht aus. Wir haben ja gar nicht mehr Farbeimer im Krankenhaus, oder? Weil da war eigentlich Besitz nicht viel los damit. Sagt mir jetzt also nicht, dass da allzu viel an Farbeimern unterwegs wäre. Guckt nicht so aus. Aber ja, wenn wir die Preise ein wenig senken würden, dann verdienen wir ja wieder nichts, du kleiner Holzwurm, du. Also jetzt und wieder so ein Farbeimer einbauen oder sowas in dieses einzelne Ding da oder sowas. Aber ob das Ganze dann entlasten wird oder was, müssen wir mal schauen, wenn ich den kopiere. Machen wir jetzt da mal wirklich eine Kopie dieses Zimmers. So, dann drehen wir das Ganze mal. Das könnten wir dann hier platzieren, vermutlich einmal. Dann müssen wir den ein bisschen umsetzen, weil das von den... Na, ja, warte mal, kann man das Ganze... Na, gehen wir weg da. Ja, möchte ich abbrechen. Jetzt probieren wir das Ganze trotzdem noch einmal. Kopieren. Oh, einmal nach unten. Hello? Yes, it's me, Sir Nigel Bicklewirth. And after failing to book off holiday on the station's new and infernal online system, I'm bringing you. Zimmer steht doch da oben genauso, oder? Ich hab's jetzt irgendwann angehoben und. Achso, das müssen wir drehen, weil sonst passt von der Tür halt auch nicht hier oder sowas, oder? Muss jetzt da herbauen. Passt auch wieder nicht, also das ist ja mehr wie merkwürdig. Nein, brich einmal ab das Ganze, ja.
So, dann machen wir mal. Machen wir heute jetzt nicht hin oder sowas, aber dann machen wir jetzt einmal mal die Beförderung hier mal wieder weiter. So, und hätte man natürlich nicht ablehnen dürfen, dann wäre jetzt aber eine gleich deswegen das Ganze oder uns verlassen, hoffentlich oder sowas. Dann kopieren wir jetzt hier mal das Zimmer doch nochmal. Jetzt muss doch mal auch zu schaffen sein, dass man das Ganze hier runter kopiert. So, wo ist die Tür? Wo war jetzt die Tür? Die ist doch da unten, oder? Die ist da. Und wenn die Tür da nicht hin darf, müssen wir das Ganze jetzt damit umbauen. So, jetzt müssen wir den umsetzen auf dahin. Und dann brauchen wir einen Farbeimer. Den können wir jetzt oben hier klecksen. Maler Klecksel. So. Und ab damit. Dann kriegt ihr da noch ein paar Bänklein vor die Tür hingesetzt. So. Her damit. Nicht jetzt. Objekte. Bank. Einmal, zweimal, so, bitteschön. Dann brauchen wir jetzt da noch Personal, werden wir doch dennoch genügend haben. Wir haben jetzt da die ganzen Warteschlangen dafür. Da sitzt eine, die können wir wieder nicht nehmen. Die kannst du alle nicht nehmen, weil jetzt alle schon dem Zimmer zugeteilt haben, oder? Natürlich auch schlecht, wenn man sowas jetzt baut oder was, und wird dann nicht genutzt oder so. Weil nur die neuen Patienten jetzt dann natürlich auf den anderen Farbeimer kommen. Das jetzt auch nicht gerade im Sinne des Erfinders ist. Dann können wir den jetzt gleich mal updaten. Das kostet natürlich auch wieder ein bisschen Kohle. Dann ändern wir das Ganze an und bauen wir noch mal einen Farbeimer zusätzlich auf. Oje, meine. Was wir uns denn da jetzt wieder erwarten? Ja, das sind eigentlich die Preise, die wir die ganze Zeit vorher schon gehabt haben. Das sind eigentlich die Preise, die wir die ganze Zeit schon vorher gehabt haben. End of year approaching. End of year approaching, ja, da bist du auch wieder ein bisschen. Also, ab und zu haben die ganze ein bisschen der Zeit hinten auch, muss man natürlich sagen. Am 4. Januar erklärt man dann einfach mal, dass Ende des Jahres wird erreicht oder sowas. Also. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, das geht auch. Was? Agnes, wirfst die Dusel? Ja, da war kein Dusel, wenn sie so lange warten muss. So. Aber haben wir trotzdem immer noch einiges an Geld. Ja, Chirurg geht gerade raus, wenn man spazieren, sich die Beine vertreten. Ja, das ist, wenn man das jetzt wieder nutzt und umsetzt oder was, dann ist gleich wieder das Geld beim Teufel. Also. Aber ich sag, mit dieser leichten Preisung haben wir es scheinbar dann doch geschafft oder was, dass wir uns da ein bisschen ausgearbeitet haben aus dem Minus. Da fahren wir jetzt auch schon wieder an der Auslastung zurück. Da warten noch zwei. Wenn jetzt der da mal fertig ist, haben wir allerdings einen anderen Farbeimer der Stufe 2. Ja, jetzt kann man natürlich dann anfangen wieder mit Ausbildungen und Ausbildungen, aber jetzt müssen wir mal schauen, bei 300.000 plus im Jahr, am Jahresende, sondern am Monatsende, was uns dann wirklich am Monatsanfang wieder übrig, also das ist furchtbar jetzt, am Monatsende über 300.000 übrig haben müssen, aber mal schauen, was uns dann am Monatsanfang wieder übrig bleibt. So. Das hätte ich beinahe nicht mehr ausgebracht. Fast 350.000 plus, bleibt uns 50.000 übrig. Also, naja, bei 31.000 plus im Monat kann man es jetzt natürlich auch wieder aufarbeiten. Aber das hast du natürlich bei so einem Ding, da darfst du mal so bei so einem vollbesetzten Schulungsraum, haben da 100.000, 150.000, haben da nix, die haben gleich verhorzt. Na, no, haben wir jetzt da fertig, oder? Ah, eine neue geheilte Patientin. Oder erst Hausmeisterin, oder? Na, oder? Agnes Dusel, schon einmal geheilt. Na, schau her. Haben wir den da jetzt geschafft? Update auf. Oh,
15er Ruf plus 5000 Dollar und 20 Kurospunkte, so muss das sein. Ja, dann befördert man die halt auch nochmal. Was haben wir denn jetzt? 31.000 plus, die Daten ist aber lassen. Ja, der Krankenhausruf ist jetzt im Moment leider. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich besser ungeniert. Wie heißt das? Also, aber es läuft ja alles nur gerade so. Also, weiß nicht, was du immer hast oder so, mit deinen Finanzmitteln oder sowas. Vorhin haben wir 300.000 im Minus, machen wir bankrott oder so, jetzt haben wir 300.000 im Plus und dann passt es immer noch nicht. Also, so ein komischer Vogel. Was möchtest du jetzt da noch sagen? Also, das war der erste, den müssen wir eigentlich von der ganzen Liste streichen, weil der bringt überhaupt nichts. Oder haben auch noch nicht einmal alles an Gebäuden gebraucht bis jetzt, okay? Aber gut, wenn man kein Geld nicht hat, kann man natürlich auch nichts bauen. Startkosten 1000. Kudosch erzeugen allgemeine Forschung, Entwesungsanlagen, Ultraschallkanone. Ja, das kann man mal starten, weil ich glaube. Ah, das war jetzt noch. Die machen wir jetzt mal noch durch. Die schauen wir uns jetzt mal in dem Ding noch an. Wie wir mit diesen 6 Patienten umgehen. Party's Head. Wo ist denn der Schraubhuber? Da ist er. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 6. Es wäre natürlich auch schon mal cool, wenn er die Tür auf der anderen Seite aufgeht hat, dann brauchen sie nämlich nicht einmal ums Karriere mal. Furchtbar. So, die haben jetzt schon wieder eine halbe Zeit unterwegs, bis sie überhaupt immer auf der Station sind. Aber die schnellen dann es auch nicht, die müssen wir jetzt wieder einen Geist sind noch jung oder sowas, dann werden sie schon wieder Fersengeld geben, die Burschen. Oh, jetzt haben wir wieder soweit, oder? Schon nichts los. Nix los, jetzt passen wir auf. Es sind 4 Kabinen la, oder? Sally Figblanket, 2-Point Radio's Roving Reporter. Na, 2 zumindest. Aber normal müssen nur 3 haben frei. Jetzt müssen wir eigentlich schon 3 mit diesen Blinklichtern rechts abbiegen. Aber nein, der erste, so, jetzt muss der zweite erste Mal da hin. Der Rest sitzt sie dann hin, dann steht wieder einer auf. Die dritte Kabine ist frei. Jetzt muss erst wieder einer dorthin bewegen. Also es geht ehrlich gesagt schon ein bisschen zäh, muss man ganz ehrlich sagen. Also verdiene 400.000, das probieren wir mal aus. Also man kann schon das Spiel kann sich selber auch ein bisschen besser optimieren, muss man sagen. Na, zum Monatsende und schafft schon 400.000, ja. Dann müssen wir die 400.000 in 90 müssen wir leicht schaffen. Wenn man das immer schafft, dass man pro Monat fast 400.000 erwirtschaftet, dann darf das ja eigentlich kein Problem nicht sein. 93.000 am Monatsersten wieder. Es läuft, da die Song. Also dann kommen wir jetzt zum Abschluss der Folge 78 und zum Abschluss dieser Aufnahmesession kann man dann das Krankenhaus einigermaßen erfolgreich beenden und abschließen. Und dann kann man in der nächsten Folge ja mit einem neuen Projekt starten. Hoffentlich können wir da dann das Ganze ein bisschen besser managen. Sonst muss ich mal in den Lehrgang gehen irgendwo oder so. Jetzt schauen wir mal, aber den Mitarbeiterwunsch werden wir auch dennoch schaffen oder so. Also das müsste eigentlich ein leichtes sein, 400.000. Das haben wir ja fast eigentlich schon einen Monat durch. 90 Tage, da verdienen wir ja 1 Million. Die grünen Glühbirnchen. Vielleicht heißt es energiesparende LED-Lampen oder sowas, weil sonst. Boah. Was soll jetzt ein Patient für CO2 verbraucht? Das ist natürlich in heiligen Zeiten auch, aber das ist interessant, gell? Dass ich das auch noch mit umrechnen muss.
Das ist wahrscheinlich jetzt 2 Gehalt, 2 fehlgeschlagen. Also 3 Gehalt, 2 fehlgeschlagen. Jetzt können sie auf den letzten auf. Jetzt haben wir schon 50% dürfen wir schon haben. Also. Eieiei, immer mehr Geld. Immer, wollen nie mehr, mehr Geld. Wollen nie mehr, mehr Geld. Du Schnauze halten und du weggehen. Hui! Ständer los, du möchtest, glaube ich, aber eine Beförderung haben oder sowas, oder? Ja, nicht. Aber das werden wir, die werden sie offline selber behandeln müssen oder sowas. Also, was haben wir denn jetzt da? 4 von 6 Gehälter, ja. 32.000 plus. Es läuft da, das haben wir. Schauen wir mal, die 400.000 noch. Haben wir leicht geschafft. Leicht haben wir das geschafft, ja. Oh, lass den Kopf hängen. Bist du einer von Ungehalten? Du kriegen wir leider nicht mehr mit. Schaut aber was aus, gell? Ich habe gesagt, jetzt können wir uns mal einen Überblick vielleicht mal über das Krankenhaus auch einmal verschaffen. Da. Jetzt haben wir das Ganze in maximaler Drohnenübersicht und Überblick. Das letzte Gebäude haben wir gar nicht kaufen müssen. Das würde ja noch Raum nach oben bieten oder sowas. Es würde Raum nach oben bieten. Meinen Besitzer, na, Herzchen, Herzchen. Und ein gebrochenes Herz. Also mit den Preisen kann man wieder auf 20% aufgehen, kann das Ganze weiterlaufen lassen. Dann kann man natürlich mehr Weiterbildungen machen, dass alles wieder auf absolutem Top-High-End-Level-Niveau ist vom Personal. Dann kann man noch, ja, ich glaube, ein, zwei Chirurgien werden sich da noch orientieren. Farbeimer haben wir jetzt eh schon zweiten. Und mit der Psychiatrie, glaube ich, haben wir gut bestückt. So läuft eigentlich alles recht gut. Dann kann man die Farbeimer, oh, gleich zwei Geister gleichzeitig. Kann man die Farbeimer oder was noch verbessern und kann man die Turbosauger noch updaten? Aber haben wir eh bloß Ohren, oder? Turbosauger haben wir auch bloß Ohren, ja genau. Scheint aber auch zu laufen oder zu passen. Die können wir natürlich auch noch behandeln. Also wie gesagt, das Krankenhaus hätte noch Potenzial, aber wenn man wieder sagt, jetzt haben wir wieder 21.000 minus gemacht. Also es ist auch nicht so einfach, oder? Es ist immer so dieses Plus-Minus-Ding, also recht große Sprünge. Kann man es im Moment nicht erlauben mit dem Krankenhaus. Aber im Großen und Ganzen läuft es ja doch wieder in der Pluszone. Den Kredit haben wir ja wieder zurückgezahlt. Ein bisschen gerade noch rücken das Ganze. Ja. Mag er wieder nicht. So, schön gerade machen. Das ist natürlich wieder der Ton, den wir gar nicht hören wollen. So kann man sich einen schönen Überblick auch verschaffen. Na, was ist denn wieder hier? ...80% haben wir mehr. Ja, das ist immer das Geld von der Heilungsrate, die haben wir eigentlich gut drauf. Das kann mir wirklich noch ein bisschen besser nach oben bringen. Der ist zu kalt. Ja gut, da haben wir natürlich keine Heizung nicht im Gang und alles drin. Da ist natürlich klar, dass dir zu kalt ist und der Damen, den Damen ist es ja meistens ja immer zu kalt. Kenne ich aus den eigenen vier Wänden. Muss immer gut eingeheizt sein, damit die Damen nicht friert. Was das hier gibt, Zeitungen, Luftballone, Herzchen, Totenschädel, Herzchen, gebrochene Herzchen. Da möchte einer was zum Trinken haben. Das ist der mit dem Servisten, was nicht dann mit diesem Reagenzglas, hätte ich beinahe gesagt, mit diesem Becherchen. Schaut aus, wenn er zu Urinprobe müsste oder sowas. Aber naja. Gut, ich würde mal sagen, das sollst du dann als Kind speichern. Das passt ja genau.
Mitarbeiterfortbildungen machen wir jetzt keine mehr. Aber dann würde ich sagen, beenden wir mal diese Aufnahmesession für heute und die Folge 78 für heute. Hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir werden mal das Ganze jetzt hier beenden in Smogli und werden wir uns dann bei der nächsten Aufnahmesession zur Folge 79 auf der Map wieder befinden. Das können wir uns jetzt auch gerne gleich nochmal angucken. Machen wir mal eine Pause rein, gehen hier mal zurück. Genau, und dann schauen wir uns das neue Krankenhaus, das hier oben ist, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Smogli haben wir mit 3 Sternen abgeschlossen. Können wir wieder ins Hauptmenü zurückspringen, können wir das Ganze zur Sicherheit nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal im Hauptmenü zurück. Und dann spielen wir mal das nächste Krankenhaus und schauen wir, wie viel das wir hier auf der Karte noch erledigen müssen. Verabschiede mich von euch bis dahin, wünsche euch noch alles Liebe und Gute und bis dahin nur das Beste, wünscht euch euer Maverick.